Und ich feiere die wirklich, weil ich meine, hallo, ich wollte schon immer mal in meinem Leben Stormtrooper sein. Und jetzt... Hallo. Yo, yo, Leute. Yo. Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, beziehungsweise Review-Video plus einer schönen Loot Rider Unboxing. Denn ich habe jetzt endlich meine Kamera wieder gefunden. Eigentlich sollte dieses Video gestern kommen. Aber, wie gesagt, ich habe meine Kamera nicht gefunden und dann lag die auf meinem PC oben und ich, Idiot, habe es einfach nicht gemerkt. Genius! Auf jeden Fall gibt es heute für euch erstmal meine Meinung zu dem neuen Star Wars Film, der jetzt in die Kinos gekommen ist. Und ja, heute ist ja offizieller Start, 17.12.2015, je nachdem, wann ihr das Video seht, aber heute auf jeden Fall, wo ich das Video aufnehme, ist der 17.12. Und ich muss sagen, ich bin echt begeistert. Für die Leute, die jetzt denken, oh, spoiler nicht, ich werde nicht spoilern, natürlich. Für mich war es einfach ein echt unglaublicher Film, weil ich bin natürlich noch nicht so alt und ich habe noch keinen Star Wars Film im Kino gesehen und ich mochte schon die alten Star Wars Teile und muss echt sagen, dass dieser Film sehr an alte Teile erinnert, aber trotzdem seinen eigenen Charme hat. Und keine Ahnung, der neue kleine Roboter ist auch richtig geil. Ich fand den Film eigentlich mega, mega gut. Was heißt eigentlich, er war mega, mega gut. Also für mich auf jeden Fall eine Top-Empfehlung für euch. Guckt ihn euch auf jeden Fall an. Ist wirklich ein Top-Film, wer schöne Landschaften und Co. sehen will. Ist da auf jeden Fall auch sehr, sehr richtig. Und ja, es werden auf jeden Fall einige Dinge passieren, die euch vielleicht schocken werden. Guckt ihn euch auf jeden Fall an im Kino. Und ja. Passend dazu habe ich aber auch eine Loot Rider Box bekommen. Und ja, da diese Box leider zu groß war zum Transportieren mit dem Zug, musste ich die Sachen leider auspacken und in eine Tasche geben. Deswegen nicht wundern, wenn ich jetzt nicht so, oh mein Gott, was ist das, sage. Weil im Endeffekt weiß ich, was in dieser Box ist. Ich möchte es euch halt nur zeigen. Und zwar war das diesmal eine themenbasierte Science-Fiction-Box, würde ich mal so behaupten, weil es sehr, sehr viel um Star Wars ging. Und ich fange einfach mal an, euch die Sachen zu zeigen. So, angefangen mit dem, ich glaube, kleinsten Modul in dieser Box ist das hier. Leute, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ohne Witz jetzt, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Und wenn ich mich jetzt blamier, weil ich keine Ahnung habe, was das sein soll, dann sagt mir das bitte schön. Übrigens, cooler Hintergrund, oder? Ja, ich sehe gerade, hier oben in der Ecke ist so ein bisschen was frei. Ja, ist natürlich wieder mal sehr geil. Ich bin natürlich hier sehr, sehr professionell. Aber das Problem haben wir schnell gefixt. Und ja, also das erste Ding, was in dieser Box war, ist dieser komische Alien-Schleim oder sowas. Auf jeden Fall, wenn ihr wisst, was es ist, schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Ding. Das ist jetzt schon ein bisschen größer und schwerer. Und zwar haben wir hier so ein Aufhängeschild oder Schneidedings. Also so ein Brett, wo du halt dein Brot schneidest oder so. Halt so ein Schneidebrett mit Marshmallow Man. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir zu wenig Schneidebretter haben, deswegen werde ich das auf jeden Fall mal einsetzen. Ist jetzt nicht das Größte, Leute, aber auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Jetzt gibt es dann wahrscheinlich wieder diese Leute, die schreiben, du findest doch alles cool, was in dieser Box ist. Aber ich meine, was ist aber auch wirklich scheiße in so einer Box? Also man verwendet vielleicht nicht alles, aber an sich finde ich alle Gegenstände, die in so einer Überraschungsbox sind, cool. So, dann machen wir mal weiter mit einem coolen T-Shirt, was mit dabei ist. Und zwar sieht das so aus. Ja, wer hätte es gedacht, ein Star Wars, was heißt ein Star Wars basiertes T-Shirt? Es hat halt sehr viele Charaktere drauf, wie zum Beispiel Bowser, Joker und so weiter. Und deswegen ist es ein nicht nur Star Wars basiertes T-Shirt, sondern generell ein sehr schönes, gestaltetes T-Shirt mit sehr, sehr vielen Helden. Oder sagen wir besser, mit sehr, sehr vielen Schurken. Denn das ist ein kleines, böses Hemd für Leute, die böse sind. Und vielleicht bist ja du der nächste Schurke, der das gewinnen kann. Weil ich werde das vielleicht verlosen. Schreibt es mir in die Kommentare rein. Dann verlose ich das im nächsten oder übernächsten Video oder so. So, dann kommen wir zum nächsten Teil, was in dieser Box war. Und es ist gar kein Teil. Es ist ein sehr, sehr leichtes Teil. Und wer das schon erkennen kann, das Ganze hier ist, schätze ich,
mal ein Poster. Wir öffnen das Ganze jetzt mal. Und zwar... Oh, ein sehr, sehr schönes Poster vom lieben Joker. Ist ja auch ein wirklich sehr, sehr krasser Schurke, wie ich finde. Also Batman ist sowieso wieder ein Klassiker. Also Leute, sehr, sehr geil auf jeden Fall. Werde ich meinem Bruder geben, weil er ein wirklich sehr, sehr großer Batman-Fan ist und das sicherlich Platz in seinem Zimmer findet. Und ja, dann kommen wir aber auch schon zum vorletzten Ding, was sich in dieser Box befindet. Und ich muss sagen, ich freue mich mega, dass das dabei ist. Und zwar ist es eine Stormtrooper-Maske. Und ich feiere die wirklich, weil ich meine, hallo, ich wollte schon immer mal in meinem Leben Stormtrooper sein. Und jetzt... Hallo, yo, yo Leute, yo! Ja, und ich würde damit sagen, mit dieser Maske werde ich jetzt aber auch ganz schnell das letzte öffnen. Und zwar ist das hier ein Star Wars Kissen. Dieses Star Wars Kissen bekommt auf jeden Fall meinen Bruder. Ich finde das mega, mega geil, dass mir hier sowas zugesendet wurde. Und ja, Dankeschön an Loot Raider an dieser Stelle, dass ihr mir die Box zur Verfügung gestellt habt. Das Ganze hier ist kein Product Placement, ich bekomme keinen Cent dafür. Ich nehme das freiwillig auf. Ich wurde nicht dazu gezwungen, hier überhaupt eine Review oder irgendwas zu machen. Ich finde es einfach nur nice und ich mag diesen Überraschungseffekt gerne. Leider Gottes ist es jetzt nicht der ultramäßige Überraschungseffekt geworden, weil eben ich schon wusste, was in dieser Box drinnen ist. Aber Leute, hier ist noch ein kleiner Zettel dabei und hier steht, du hast deinen Loot verpasst oder suchst noch einfach einen coolen Nerd, Geek Gamer Stuff, dann guckt einfach mal da vorbei auf Loot Overlord. Link in der Videobeschreibung, dort könnt ihr einfach mal nachschauen, wenn ihr was verpasst habt oder die Box noch möchtet, weil die gibt's halt nicht mehr, ob ihr da eventuell noch einzelne Teile oder die Box, wie gesagt, nochmal bestellen könnt. Und dann können wir uns hier auch nochmal ganz kurz anschauen mit dieser Karte, was alles wert war. Und zwar, ach, das gibt's glaube ich gar nicht mehr, dass man sieht, wie viel was wert ist, aber auf jeden Fall, ach doch, da steht das sogar noch oben. Und zwar war das Poster 7 Euro wert, das T-Shirt 19,90 Euro, das Kissen 13,90 Euro, der Tentakelaufkleber 2,90 Euro. Die Star Wars Maske ebenfalls 97 und, Moment Leute, ich habe eine Sache vergessen, die ich hier oben gerade noch sehe und die habe ich auch noch entdeckt, aber ich habe die wohl irgendwo liegen gelassen. Eine Sekunde. So Leute, da bin ich wieder und zwar ist das dieser Deadpool Anhänger, also das ist so ein Sticker, das kann man sich dann hier so dran kleben und dann weiß jeder... Oh, das klebt sogar von alleine, beziehungsweise das klebt nicht, das hängt er da jetzt einfach. Auf jeden Fall Leute, das... ist ganze 2,90 Euro wert. Ziemlich coole Box, wie ich finde. Aber, liebe Leute, ich habe hier sogar noch eine Box. Und dann habe ich hier noch eine Box. Und zwar ist das die Halloween-Box. Die ist ziemlich schwer. Und ich möchte gerne wissen, was sich in dieser Box befindet. Wenn ihr gerne sehen wollt, was sich in einer anderen Box befindet, dann lasst mir einfach mal einen Daumen nach oben da und schreibt, ich hab Bock. Und dann wird das auf jeden Fall in den nächsten Videos kommen. Dankeschön fürs Zuschauen. Schreibt mir mal, wie ihr den Hintergrund so findet. Ich weiß, der ist noch nicht ganz so glatt, aber das wird schon noch. Und ich würde sagen, macht's gut, haut rein und ciao, Leute.